Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Habbo TV on Tour. Ich habe heute mal in mein Inventar geguckt und zwei Geschenke gesehen. Was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil ich sonst sehr selten Geschenke bekomme. Habe ich sie mal angeguckt. Lass mich raus. Und dann habe ich mich gewundert und mal in den Katalog geguckt. Habe mich mal durchstöbert, Weihnachten. Huch, zwei neue Kategorien. Ja, das sind die Habbo Ehrenpokale 2010. Die gibt es in verschiedenen Farben und für verschiedene Verdienste. Also den blauen für den Helfer des Jahres, den roten für den Spaßvogel des Jahres, den gelben für den Raumbau des Jahres, den grünen für den Spieleveranstalter des Jahres und den lilanen, beziehungsweise hier steht purpurnen, für den nettesten Habbo des Jahres. Ich denke mal, der wird am meisten verschickt werden. Und da kann man halt ganz normal, wie bei den anderen Pokalen, seinen Text reinschreiben und sie dann entweder einfach für sich kaufen, was ziemlich egoistisch wäre, oder als Geschenk verschenken, ne? für den Beschenkten, eine Grußnachricht und so weiter. Ja, der Unterschied ist, die gibt es halt nur sehr begrenzt, also für begrenzte Zeit, ich denke mal nur für eine Woche. Und sie sind viel billiger als die anderen. Die anderen, die fangen ja bei 12 Talern an und hangeln sich dann aufwärts für Silber und Gold. Und diese Pokale gibt es in jeder Kategorie für nur 2 Taler. Also sind sehr billig und bereiten trotzdem natürlich sehr viel Freude. Ja, ich hoffe, ihr lasst euch gleich beschenken. Ihr verschenkt schön an eure Liebsten, besten Habbos, besten Raumbauer, besten Spaßvögel und so weiter. Und ja, ihr nutzt halt die Gelegenheit, die Leute dafür zu belohnen für sehr wenig Taler. Und bis zum nächsten Video. Euer Benbot.